So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Und ja, wir sehen nicht sehr gesund aus. Okay. Wir gehen jetzt zurück zur alten Festung, verlorenen Festung, aber diesmal nicht zu den Verbandenzellen und auch nicht zu Macduffs Werkstatt. Den haben wir ja kurz vorm Schluss der letzten Aufnahmesession erst freigeschalten. Wir gehen jetzt wieder zum fernen Turm. Da sind wir ja das erste Mal angekommen. Machen auf der Seite weiter. Aus zwei Gründen nämlich. Erstmal sind hier ja die Kisten, die ich das letzte Mal ignoriert habe. Die können wir jetzt nämlich öffnen. In der hier sind zwei Menschenbilder. Okay, diese machen nicht so viel aus. Aber in dieser Kiste hier. Ich habe vergessen, in welcher was war. Deswegen habe ich beide zugelassen. Ist die matte Glut. Die kann ich euch mal kurz zeigen. Die fällt unter Schlüsselgegenstände. Genau. Glut, die ein mattes Licht verströmt. Infoanzeigen. Eine Glut, die ein mattes Licht verströmt. Diese Flamme scheint offenbar schon fast erloschen. Doch sie wehrt sich erbittert. Vielleicht ist dies ihr Normalzustand. Ja, wenn wir uns daran erinnern, Macduff hat gesagt, dass er eine neue Glut besorgen muss. Und genau das ist diese Glut. Und ich habe sie deswegen in der Truhe liegen gelassen, weil man sonst seine Dialoge, die ich euch jetzt gezeigt habe, nicht mitkriegt. Und das wäre ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, warum sie die Idee hatten, die Glut hierhin zu verlegen. Früher war die viel später im Spiel, so im kurz vor Hälfte, sagen wir mal. Obwohl, das ist übertrieben. Auf jeden Fall später. Das kann ich euch danach aber auch sagen, wo die Glut aufgetaucht ist normalerweise. So, wir gehen erst einmal hier entlang. Und sammeln hier schimmernden Lebensstein und große Titanitscherbe ein. Sehr schön. Und hier durch die Fenster können wir theoretisch rein. Wow. Können erstmal den ausnocken. Und hier kommt eine ganz tolle, nette Sache. Wir können nämlich dieses Fass runterschubsen. Und kriegen dabei selber auch einen ab. Okay. Lebensstein. Ja, jetzt ist hier unten alles tot. Und wir können erstmal die Leiter hochklettern. Ah, das geht hier zum Glück noch schnell. In Dark Souls 1 und 3 haben sie das nämlich weggemacht, dass man schnell Leitern hochklettern kann. Wahrscheinlich, weil es einfach zu overpowered war, schnell zu verschwinden. So. Den weg. Dämmerungskraut. Nebelwand wird benötigt. Ja, und von der Seite aus können wir dann den Turm hier öffnen noch. Jetzt sind wir nämlich wieder an der Stelle, wo wir Lucatil begegnet sind. Also ja, viel gibt's auf der Seite des Turmes nicht. Aber es gibt halt keinen Rückweg mehr. Man kommt also nicht mehr zum Leuchtfeuer von hier aus zurück, sobald man mal hier drüber gesprungen ist irgendwo. Oder halt eben hier unten rein. So, hier war jedoch noch eine Tür. Und hinter dieser Tür wird's wieder übel. Na, noch nicht. Jetzt wird's übel. Ihr kennt ihn. Ja. Wow. Also ja. Den Pursuer. Zum dritten Mal jetzt. Das ist auch da. Bis jetzt haben wir ihn aber auch nur einmal geschafft. Oh. Wobei der hier etwas besser geht. Vielleicht einfach, weil ich jetzt etwas konzentrierter bin. Das kann sich aber jedoch
sehr schnell ändern. So. Oh, jetzt macht er das. Ja, das hat er im Bosskampf. Also erstmal gedroppter Glitzer des Titanits. Und die Attacke gerade eben, die wir gesehen haben, die hat er im Bosskampf nicht gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, normalerweise im Bosskampf hat er bisher auch keine rot leuchtenden Augen, außer ganz am Anfang im Intro. Die kriegt er erst, wenn er uns mit seiner verfluchten Klinge trifft. Also dieses blau leuchtende, wenn er uns damit treffen würde, entzieht er uns Lebenskraft. Also verflucht uns einmal. Und lädt seine Finsternis auf, die er dann gegen uns einsetzen kann. Hier die Medipursure-Boss-Fights, die wir hier machen können. In denen ist er schon von Anfang an aufgeladen. Das heißt, er... Ja, er kann diese Attacke sofort machen, wenn er will. Und die ist teilweise richtig übel, wenn man sich davon treffen lässt. Man muss halt aufpassen, wann er sie triggert, denn hinter ihm ist man relativ sicher vor dieser Attacke. So, ich könnte jetzt mit dem Duftzweig, den ich gerade auch aus der Kiste eingesammelt habe, zusammen mit dem normalen silbernen Schlangenring, also wir haben ja von Melentia den Einser gekriegt. Wow. Au. Weg da, weg da. Trinken. Ja. Schleuder du ruhig deinen Feuerball in die Richtung. Ich will mich jetzt aber erst einmal nochmal mit dem Pursuer hier unten prügeln. Dazu gehen wir aber erstmal zu McDuff. Oder McDuff. Wow, der macht die Greifattacke, genau. Die Greifattacke ist ziemlich übel. Weil die richtig viel Schaden macht, auch wenn man nicht so leicht getroffen wird. Und ja, das Fass kann ich wieder hier runterrollen lassen. Allerdings explodiert es diesmal nicht. So. Weg mit euch beiden. Und ja, man kann die Hunde erst einmal hoch. Eigentlich erstmal hier von dem Hof runterlocken. Und dabei sterben. Wenn man nicht aufpasst. So, danke. Rasten wäre nicht schlecht. Dann gucken wir mal, das Dämmerungskraut kann weg, die beiden können weg. Estus-Flakor-Scherbe, die könnten wir mal schnell abgeben gehen, das wäre eine gute Idee. Wir haben Seelen, wir haben den Duftzweig, den brauchen wir später. Wir haben den Handwerkshammer, den wir weglegen können. Ramponiertes Stoffgewand, das können wir alles verkaufen. Und ja, der silberne Schlangenring, der plus 1 ist natürlich besser. Also geben wir den einen ab. So, wir haben Glitzer des Titanit gekriegt. So, das heißt, wir reisen jetzt nach Majula, geben die Titanitscherbe ab und steigen mal auf mit den Seelen, die wir haben, dass wir die nicht wieder verlieren. Wir haben ja einen guten Batzen Seelen verloren durch den einen Pursuer. Ja, das ist eine Scherbe. Die möchte ich gern abgeben. Damit haben wir den Flakor nochmal verstärkt. Müssten ihn jetzt auf 6 haben. Und jetzt möchte ich gern aufsteigen. Ja, er ist auf 6. So, 2 Level up dürften das sein. Eigentlich erstmal Geschicklichkeit. Zauberei können wir nach dem nächsten Bossfight dann steigern. Weil das müssen wir auch auf 6 bekommen, dass wir endlich mal den Zauberslot freischalten. So. Gut, wir reisen zurück.
zu McDuffs Werkstatt. Und gebe ihm mal die Glut. Übrigens, die meisten vermuten, dass McDuff hier die Reinkarnation von André aus Astora ist. Allein schon wegen der Tatsache, dass er eine Glut haben möchte. Und ziemlich interessant redet. Also ja, natürlich ist Andres Reinkarnation wahrscheinlich ein Schmied. Wahrscheinlich auch eher hier als Lady Grast in Majula. Der ist nämlich irgendwie garstiger als André. Flynn, Flynn, I smell flame upon you. I'm MacDuff the blacksmith. All I want is a little flame. So, hand that ember to me. Right now, you imbecile. Sofort ihr Schwachkopf, ja. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. Ja, bei ihm können wir jetzt Gegenstände kaufen. Eine Flügellanze zum Beispiel, die nicht schlecht wäre in manchen Fällen. Also besser als unser aktueller Speer. Bastardschwert, Ushigatana, also man kann hier, wie man sieht, alles nur einmalig kaufen. Königsdrachenschild zum Beispiel ist auch nicht schlecht, vor allem weil das volle 100% physischen Schutz hat. Aber da wir schon ein Großschild haben, was 95% hat, plus den Upgrade-Werten, dürfte das gehen. Bei ihm könnten wir auch große Titanitscherben en masse kaufen, also um schnell Sachen abzugraden. Und halt die guten Pfeile und Bolzen. Lady Grast hat von denen nur begrenzt. Von den teuren Pfeilen und Bolzen. Die Holzpfeile und Holzbolzen hat er auch unendlich. Oh, wir wollten ja noch mit ihm reden. Ja. Bei ihm können wir jetzt, wie bei Lady Grast, die Waffe und Rüstung reparieren, was wir nicht haben, weil nichts kaputt ist bei uns. Wir können Sachen verstärken natürlich, wenn wir die Titaniten und die Seen dafür hätten. Und wir können mit ihm reden. Flame, dear Flame, I give you my all, and you wavered and faltered. From the start of time, Flame allowed man to flourish. And even now, he devises new fiery arts. But his reason makes him doubt Flame. And so, we waver and falter. Ja, er redet gerade wahrscheinlich über die erste Flamme. Das ist ja auch so eine Sache, die sich durch alle Dark Souls-Teile durchzieht. Die erste Flamme, die das Licht der Welt verbindet und aus der die Seelen geboren wurden. The power of flame, power of the gods. In the end, it is all beyond our reach. And so, flame allures us, and we attempt to harness its power. Flame, dear flame. Mhm. Flame, dear flame, I give you my all, and you waver and falter. Ja, ich glaube, mehr sagt er nicht. From the start of time.